Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In letzter Zeit bekomme ich auf Instagram super, super viele Nachrichten bezüglich, dass ihr Heißhungerattacken habt und was man denn dagegen tun kann und woher das überhaupt kommt. Ich weiß, dass sehr viele Leute ein großes Problem damit haben, ihre Gelüste nicht zügeln zu können und generell ein Problem haben mit Fressanfällen und Heißhungerattacken. Ihr seid nicht alleine, ich kenne das auch und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt auch mal ganz kurz, woher eigentlich diese Heißhungerattacken und Fressanfälle kommen. Und zwar hängt es eigentlich damit zusammen, dass unsere Körper an Nährstoffen und an Mineralien unterversorgt sind. Heutzutage ist es ja so in der Gesellschaft, wir gehen zu McDonald's oder wir essen einfach leere Kalorien. Das heißt, wenn ihr so klassische Cornflakes oder viel Weißbrot oder so esst, hat es natürlich sehr viele Kalorien und ihr nehmt jetzt nicht ab dazu, weil ihr quasi euren täglichen Kalorienbedarf deckt und auch mehr als deckt teilweise, man nimmt zu, aber darin sind keine Nährstoffe enthalten. Und Heißhungerattacken sind dann quasi die Reaktion des Körpers auf diesen Nährstoffmangel. Und es gibt auch ganz interessante Tabellen, da steht zum Beispiel, dass wenn ihr einen Kalziummangel oder Omega-3-Mangel habt, dann signalisiert euch der Körper das zum Beispiel durch Heißhunger auf Käse. Und bei Schokolade zum Beispiel, wenn ihr oft Heißhunger auf Schokolade habt, dann könnte das zum Beispiel ein Magnesiummangel sein. Also da könnt ihr euch einfach mal bei Google schlau machen und mal gucken, was genau denn für eure Heißhungerattacke für einen Mangel steht. Oder ihr geht einfach zum Arzt, lasst ein Blutbild machen und lasst euch einfach mal durchchecken, was habt ihr überhaupt für Nährstoffmängel. Natürlich spielen da noch mehrere Faktoren eine Rolle, wenn es um Heißhunger geht. Darauf werde ich später noch eingehen. Jetzt würde ich sagen, fange ich aber erstmal mit meinen 10 Tipps, die ich gegen Heißhunger habe, für euch an. Tipp Nummer 1 ist super easy und zwar müsst ihr einfach genügend Wasser trinken. Trinkt mindestens 2,5 Liter Wasser am Tag, je nachdem, ob ihr Sport macht oder wie viel ihr euch bewegt, was ihr für einen Alltag habt, auch mehr. Also ich würde sagen, ich trinke circa 3 Liter Wasser am Tag. Das Ding ist nämlich, dass Heißhungerattacken auch oft mit Heißdurst verwechselt werden. Tipp Nummer 2, macht auch mal Cheat Meals oder Cheat Days. Ich zum Beispiel mache so einmal bis zweimal die Woche so ein Cheat Meal. Oder wenn ich einen Cheat Day mache, dann einmal die Woche einen Cheat Day. Das geht voll klar, ich mache viel Sport und werde ich auch nicht zunehmen oder so dadurch. Aber das Ding ist, umso mehr ihr euch was verbietet, umso höher ist die Lust darauf. Das war ja schon als Kind so, oder? Wenn die Mama sagt, nee, das darfst du nicht, dann willst du es umso mehr. Und es ist ganz normal, dass man auch dann sich viel mehr Gedanken darüber macht, über die Dinge, die man sich eigentlich verbietet. Ich würde sagen, wenn ihr so euch 80-85% gesund ernährt und einfach auf eure Ernährung achtet, dann könnt ihr die restlichen 20-25% auch euch mal was gönnen. Es sei denn natürlich, ihr wollt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilo abnehmen oder so, dann müsst ihr ja schon noch mal ein bisschen strikter drauf achten. Aber wenn mich Leute auf Instagram anschreiben und fragen, was sie denn machen können, um eben ja die Ernährung durchzuziehen, dann empfehle ich ihnen meistens, gönnt euch am Tag eine Kleinigkeit, zum Beispiel so ein kleines, so ein kleiner Kinder-Schokoriegel oder so, oder macht halt dann ein richtiges Cheat-Meal ein, zwei Mal die Woche oder ein Cheat-Day. Tipp Nummer 3, esst mehr langkettige Kohlenhydrate. Und zwar bedeutet das, dass euer Blutzuckerspiegel nicht so schnell nach oben steigt. Der steigt eher ja, langsam an und fällt auch wieder langsam. Wenn ihr zum Beispiel Schokolade oder Gebäck, Weißbrot oder sowas esst, dann schnellt der ganz schnell in die Höhe und fällt auch genauso schnell wieder ab und das führt dann eben zu Heißhungerattacken. Ihr seid zwar für einen kurzen Moment befriedigt und gesättigt, aber umso schneller danach auch wieder habt ihr wieder Hunger und deswegen empfehle ich euch, langkettige Kohlenhydrate mehr zu essen. Langkettige Kohlenhydrate sind zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen oder Bohnen oder auch Vollkornprodukte, die euch eben länger sättigen und eben den Blutzuckerspiegel nicht so schnell wieder in den Keller fallen lassen. Dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 4 und zwar ist das Sport machen. Denn vor allem durch das Cardiotraining werden viele Stresshormone abgebaut und ihr seid einfach motivierter, eure Ernährung durchzuziehen und habt nicht mehr so diese krassen Frustgelüste. Ihr müsst auch nicht ins Gym gehen, ihr könnt auch Fahrrad fahren oder schwimmen gehen oder walken, was auch immer euch Spaß macht, tanzen. Bewegt euch einfach, das ist einfach viel, viel besser für euren Körper und dann fallt ihr auch nicht wieder in so ein Frustloch und ja, wie gesagt, es werden Stresshormone abgebaut. Tipp Nummer 5, vermeide es, zu hungrig zu werden, denn wenn du zu hungrig wirst und zu lange nichts gegessen hast, dann kannst du den Gelüsten wahrscheinlich auch nicht wieder stehen. Deswegen ess dich einfach satt bei deinen Mahlzeiten.
wenn du gesunde Sachen mit viel Volumen isst, dann kannst du dich auch richtig satt essen. Vor allem Gemüse oder so. Da kannst du richtig reinhauen, bis du komplett satt bist, auch ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Klar, wenn du viel fettige Sachen isst oder halt kalorienreiche Sachen, die aber wenig Volumen haben. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr zum Beispiel ein halbes Stück Butter esst, dann habt ihr ja nur so ein kleines Stück in eurem Magen. Das macht euch nicht wirklich satt. Und wenn ihr zum Beispiel zwei Salate esst, dann habt ihr so viel Volumen in eurem Magen, dann seid ihr auch viel gesättigter. Falls ihr aber mal länger unterwegs sein solltet oder einfach gerade nicht essen könnt, dann nehmt einfach immer gesunde Snacks mit. Nehmt euch einen Apfel mit, eine Banane, Datteln oder einen Proteinriegel oder so und dann könnt ihr auch dem Heißhunger entgegenwirken. Tipp Nummer 6, achtet wirklich auf euren Schlaf, dass ihr genügend schlaft. Das ist unterschiedlich. Manche Menschen brauchen nur 6 Stunden, manche Menschen brauchen 8 Stunden, manche Menschen 9 Stunden. Ich brauche, glaube ich, 9 Stunden. Ich brauche sehr viel Schlaf. Das ist ganz individuell. Aber achtet darauf, dass ihr genug davon habt, weil wenn das nicht der Fall ist, dann seid ihr vermutlich schlecht gelaunt, gestresst und auch hungriger über den Tag, weil der Körper versucht, die Energie, die ihr über den Schlaf nicht aufbauen habt können, über das Essen wieder zu erlangen. Tipp Nummer 7 ist Stress abbauen. Stress ist einer der Hauptauslöser für Heißhungerattacken und viele Menschen versuchen eben diesen Stress durch Essen und Süßigkeiten zu kompensieren. Versucht einfach euren Stress durch andere Sachen abzubauen. Zum Beispiel durch Lesen, durch Yoga, durch Spazierengehen, ein Hörbuch hören, was auch immer euch Spaß macht und wo ihr auch runterkommen könnt. Tipp Nummer 8, esst bewusster und langsamer und genießt das Essen. Esst nicht während dem Fernsehen, vorm Smartphone oder während ihr irgendwelche YouTube-Videos anschaut, denn sonst bekommt ihr nicht so ein starkes Sättigungsgefühl und ja, ihr vergesst, was ihr gegessen habt. Das ist auch alles so eine kognitive Sache. Wenn ihr euch nicht bewusst seid, wie viel ihr schon gegessen habt, dann denkt auch der Körper so ein bisschen, ja, ich habe ja noch Hunger, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen. Aber in Wirklichkeit habt ihr schon 3 Burger und 5 Tüten Chips gegessen. Dann sind wir schon bei Tipp Nummer 9 und zwar ist dieser Tipp mega, mega wichtig. Geht nicht hungrig einkaufen, Leute. Ich weiß, es lässt sich leider nicht immer vermeiden, aber geht lieber vorm Sport einkaufen, nach dem Sport, wenn ihr Sportklamotten anhabt. Und wenn ihr vor allem nicht hungrig seid, denn da könnt ihr euch besser zusammenreißen und greift nicht zum Süßigkeitenregal und kauft euch irgendwas, was ihr eigentlich nicht essen solltet. Und jetzt sind wir auch schon bei Tipp Nummer 10 angelangt. Das ist eigentlich nur ein SOS-Tipp. Falls es sich gerade gar nicht mehr vermeiden lässt und ihr kurz vor einem Fressanfall seid, dann versucht einfach einen Kaugummi zu kauen, euch abzulenken, die Zähne zu putzen, eine Mundspülung zu machen oder mit einer Freundin telefonieren. Einfach irgendwas, damit ihr auf andere Gedanken kommt und damit ihr nicht mehr dieses Hungergefühl habt. Weil dieser pfefferminzige und minzige Geschmack im Mund senkt natürlich das Hungergefühl. So, das waren jetzt meine 10 Tipps gegen Fressanfälle und Heißhungerattacken und ich hoffe wirklich, dass ich euch damit helfen konnte. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche der Tipps ihr schon kennt oder welche ihr heute das erste Mal gehört habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder beim nächsten Video. Bis dann! Overdose, slow poke, don't choke this. Use a psychosis, kitty cat broke the chicken.